Neben den klassischen Aufgaben von Schutz und Schönheit übernehmen moderne Beschichtungssysteme heute zusätzliche Funktionen. Zum Beispiel bei Schiffen, an unseren Häusern oder beim Ausbruch eines Feuers. Meeresorganismen wie Seepocken, Muscheln und Algen siedeln sich gern im Unterwasserbereich von Schiffsrümpfen an. Sie machen das Schiff langsamer und erhöhen den Treibstoffverbrauch. Und auch die Entfernung dieses Bewuchses, das sogenannte Fouling, kostet die Reedereien Geld. Um die Ansiedlung dieser Meeresorganismen zu verhindern, gibt es sogenannte Anti-Foulings. Neu entwickelte Beschichtungen auf der Basis von Silikon und Fluorpolymeren sind so glatt, dass selbst Muscheln dort keinen Halt mehr finden. Macht das Schiff Fahrt, reinigt sich der Schiffsrumpf durch das vorbeiströmende Wasser quasi selbst. Die Struktur der Schuppen von Haien könnten in naher Zukunft den Unterwasseranstrich weiter revolutionieren. Die Schuppen haben Längsrillen im Mikrometerbereich. Sie sorgen für ein optimales Strömungsverhalten. Durch eine ähnlich strukturierte Beschichtung könnte der Treibstoffverbrauch von Schiffen gesenkt werden. Eine wichtige Aufgabe angesichts des zunehmenden Schiffsverkehrs weltweit. Ebenfalls der Natur abgeschaut ist ein Prinzip, das bei Fassadenfarben zum Einsatz kommt: der Lotus-Effekt. Die Farben an Fassaden müssen eine Menge aushalten: Regen, Wind und UV-Strahlen. Zudem lagern sich Pollen, Staub und Rußpartikel auf der Fassade ab. Farben mit dem sogenannten Lotus-Effekt sorgen für mehr Sauberkeit an der Hausfassade, und zwar mit Hilfe von Regentropfen. Die Kombination aus Mikrostruktur und extremer Wasserabweisung führt dazu, dass Wassertropfen das Blatt nicht benetzen können. Sie laufen als kugelförmige Tropfen ab und reißen dabei lose auf dem Blatt liegende Schmutzpartikel mit. Dieses Prinzip konnte bei Fassadenfarben mit extrem wasserabweisenden Rohstoffen und anorganischen, nanoskaligen Füllstoffen nachgestellt werden. Durch diesen Effekt reinigen sich die Fassaden wie von selbst. Wenn es brennt, sind die Holz- und Stahlkonstruktionen von Gebäuden gefährdet. Brandschutzbeschichtungen erhalten im Falle eines Feuers die Konstruktion über eine längere Zeit stabil. Es gibt Lacksysteme, die sich bei Feuer bis zum Sechsfachen ihres Volumens aufblähen und so eine isolierende Kruste bilden, die den Stahl gewissermaßen kühl hält. Damit werden die für die Festigkeit des Stahls kritischen Temperaturen wesentlich später erreicht. Das verschafft den Einsatzkräften mehr Zeit und kann Leben retten. Ein Stahlträger verliert bei einer Temperatur von etwa 600 Grad Celsius seine Festigkeit. Ein unbehandelter Stahlträger wird bereits nach etwa 20 Minuten weich, mit einer entsprechenden Brandschutzbeschichtung aber erst nach rund 60 Minuten. Ähnlich funktioniert der Brandschutz bei Holzkonstruktionen. Hier bildet die Beschichtung eine Keramikschicht aus, durch die kein Sauerstoff an das Holz gelangt. Dies verhindert eine Zeit lang die Ausbreitung des Feuers. Aufgrund intensiver Forschung und Entwicklung können Lacke und Farben heute zusätzliche Funktionen übernehmen. Sie tragen damit zu mehr Nachhaltigkeit, Effizienz und Lebensqualität bei.